Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Pehle, ich glaube, alles, was nicht linksextrem ist, ist in Ihren Augen rechts. Und von daher ist es mir ehrlich gesagt völlig Wumpe, was das gerade sollte. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und als nächsten Punkt möchte ich die Chance nutzen, uns hier ein wenig aus diesem postfaktischen Märchenland, in dem wir uns gerade befunden haben, herauszubewegen. Und zwar war das gerade die ganz übliche Masche. Herr Kohl und auch alle anderen Fraktionen haben sich natürlich jetzt an diesem Pult gegen jegliche Art von Gewalt ausgesprochen, was natürlich schön klingt und dem Wähler schön Sand in die Augen streut. Aber warum haben Sie denn nicht auch den Mut, das einfach mal hier reinzuschreiben? Es steht immer noch nicht drin und wir haben es von vorne bis hinten im Ausschuss debattiert. Aber ich kann Ihnen noch ganz einfach sagen, woran das liegt, nämlich an Ihrem grünen Nasenring, von dem Sie sich hier durch die Manege ziehen lassen. Und darauf gehe ich auch gleich noch weiter ein. Frau Lüdemann, übrigens, Sie sprachen von Lebensrealität. Ich lade Sie ganz herzlich zu mir nach Stendal ein, wo mein Wahlkreisbüro zum sechsten Mal von Linksradikalen angegriffen wurde. Gucken Sie es gerne mal an. Das ist die andere Seite der Lebens... Ich lade Sie trotzdem ein. Ich habe einen guten Kaffee da. Gibt es gute und schlechte Gewalt, meine Damen und Herren? Nein, die gibt es nicht. Gewalt, Aggression und Straftaten sind pauschal gleich zu verurteilen. So zumindest nach dem gesunden Menschenverstand, für den es allerdings in dieser vorliegenden Beschlussempfehlung leider anscheinend nicht gereicht hat. Und warum kann ich das mit gutem Gewissen behaupten? In der Präventionsstrategie unserer Landesregierung gibt es anscheinend nur Gewalt von rechts. Das haben wir ja heute schon oftmals gehört. Und es ist traurig, dass sich diese einseitige Einstellung immer weiter verfestigt. Selbstverständlich müssen rechte Straftaten konsequent bekämpft werden. Doch bitte auch alle anderen gleichzeitig. Rechte Gewalt, linke Gewalt, religiöse Gewalt, Gewalt von vorne, von hinten, das ist mir egal, alle gehört gleich bekämpft. Und natürlich differenzieren sich diese in ihrem Ausmaß, das haben wir auch in der Statistik ganz zu Recht gehört. Aber trotzdem ist es für mich kein Grund, auf dem linken Auge blind zu bleiben. Warum möchte unsere Landesregierung allerdings dazu keine konkrete Stellung beziehen? Ich habe eine Erklärung dafür. Es heißt auf der Seite des Innenministeriums, ich zitiere: Die Angriffe von gewaltbereiten Linksextremisten zielen auf die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ab. Zitat Ende. Im selben Atemzug wird als Hauptakteur der Arbeitskreis Antifa genannt. Parallel aber zielen Beschlussempfehlungen wie die heute vorliegt, im Prinzip darauf ab, Vereine und Organisationen zu finanzieren, die angeblich den Meinungspluralismus in unserer Gesellschaft fördern sollen. Ein tolles Beispiel hierfür ist der Miteinander e.V. Ich zitiere von der Internetseite des Vereins, Zitat: Anstatt Antifa-Gruppen und andere zu diffamieren und zu kriminalisieren, müssen sie Anerkennung, Unterstützung und Ermutigung durch politische Verantwortliche aller Parteien erfahren. Derartige Vereine sollen mit solchen Beschlussempfehlungen finanziert werden. Was ist denn hier los? Das muss ich mal vorstellen. Und da passt es natürlich auch ins Bild. Heute war wieder wunderbar, dass sich der selbsternannte Koalitionssprecher der Grünen, Herr Sebastian Striegel, als vehementer Unterstützer der Antifa vermarktet. Was ist das für ein Widerspruch? Ihr Koalitionspartner tritt für eine Struktur ein, die gegen unsere freiheitliche Grundordnung steht. Herr Siegmund, wir haben jetzt folgendes Problem. Ihre Redezeit ist abgelaufen, allerdings ist die Uhr nicht eingestellt worden. Ich gebe Ihnen mal noch 40 Sekunden, aber dann bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. 40 Sekunden. Wir als AfD sprechen uns natürlich für den Kampf gegen rechte Straftaten aus, fordern aber im selben Atemzug einen ausgewogenen Kampf gegen alle Straftäter. Wir werden uns daher in diesem Antrag enthalten, als Beweis dafür, dass wir uns auch gegen den rechten Extremismus stellen, aber bitteschön alle extremistischen Arten gleichzeitig. Fakt ist jedoch, Sachsen-Anhalt ist auf dem linken Auge blind. Dankeschön.